Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 3. Wir sind wieder am Start mit unserem Hexer Geralt und wir sollen mit Jennifer nochmal sprechen. Die haben das ja gerade gemacht und haben gerade erfahren, auch am Ende der letzten Folge. Scheiße, die Alte hat die Maske benutzt. Warum? Das versuchen wir rauszufinden. Wir sollen... warte mal, wo ist Jenny? Ja, mein Beileid. Wo ist Uschi? Alter, was hast du gemacht, ja? Na toll. So, Gott sei Dank haben wir ein neues Schwert geholt gerade. So, Gott sei Dank, die Viecher haben wir gerade los. Das? Einhörner. Verdammt, Jen. Ich weiß, dass es Neblinge waren. Ich meine, wo sie hergekommen sind. Die Macht der Maske hat sie beschworen. Und Maisak ist verdammt wütend auf dich, meine Liebe. Maisak sagte, die Maske würde eine Naturkatastrophe heraufbeschwören. Was für ein Glück. Dann kann er ja direkt hineinspringen, um sie zu bändigen. Du weißt, dass er dir das nicht vergeben wird. Oh, das überlebe ich schon irgendwie. Was machen wir jetzt? Und jetzt? Die Maske zeigt die Vergangenheit, aber nur an bestimmten Orten. Orten, an denen frühere Geschehnisse einen magischen Abdruck hinterlassen haben. Nimm sie! Ich soll sie tragen? Ja, ich wirke einen Zauber, mit dem ich durch deine Augen sehen kann. Du willst mal wieder meine Gedanken lesen. Was dagegen? Ja. Ich mag das nicht, das weißt du. Ach komm, ich will nur sehen, was hier passiert ist. Und manche Dinge will ich lieber nicht über dich wissen. Was? Dann mal los. Ist das so? Da ist die erste Stelle. Gut, folge Jennifer. Jetzt bin ich froh, dass wir tatsächlich... Hier ist es. Ja. Irgendwelche Anweisungen? Die Reichweite meiner Telepathie ist begrenzt. Benutze die Maske des... Achso. Geralt, hör auf zu trödeln. Setz die verdammte Maske auf. Setz die Maske auf. Wir haben keine Zeit. Sag mal, was mal. Was ist das? Ein Portal? Daraus kommen zwei Leute hervor. Die Frau war Ciri. Woher weißt du das? Sie bewegt sich so wie ein Hexer. Sie sind wohl hier entlang gegangen. Komm, suchen wir die nächste Stelle. Okay, fein ab. Jenny? Ja. Da willst du lang, okay. Alles klar. Explosion! So stark, dass sogar das Echo gefährlich war. Ich wette, die hat den Wald zerstört. Aber Ciri und ihr Begleiter wurden nicht verletzt. Ich habe sie entkommen sehen. Ich bin gespannt, wohin. Das bin ich alles Jorge schon. Gefällt mir nicht. Mir auch nicht. Wer hier war, als es geschah, hatte kaum eine Chance. Ich weiß, was du denkst. Aber keine Sorge. Ich wüsste ja gleich mal lieber. Sie kann auf sich aufpassen. Das hab ich bei Brenner gelernt. Das ist nochmal gut, dass wir Jennifer an Start haben. Und? Bereit? Ja. Benutze die Maske. Dann machen wir das doch mal.
Jemand jagte Ciri. Siehst du? Ich glaube, er hat sie verwundet. Sie ist durch ein anderes Portal entkommen. Weißt du, wo es hinführt? Die magischen Rückstände deuten auf Velen hin. Kannst du herausfinden, wohin Ciris Begleiter geflohen ist? Sein Portal muss in der Nähe sein. Ich versuche es herauszufinden. Komm! Dann geh nur mal vor, bitte, gerade. Ich frage mich, doof, dass ihr nicht alleine vorgeht, sondern wir mitlaufen müssen, quasi. Leg die Maske an. Ja, alles klar. Toller Kampf. Hat den anderen mit Magie abgewehrt und ist dann durch ein Portal geflüchtet. Ein Magier? Sieht so aus. Ich höre der Vergangenheit, ja. Wir sind immer noch dran, quasi aktualisiert. Das waren Ciris Begleiter und der, der sie verletzt hat. Woher weißt du das? Ich weiß es nicht. Ich schätze nur. Sie tauchten beide auch in den vorherigen Visionen auf. Ciri hat einen mächtigen Verbündeten. Die Frage ist, wohin ist der Magier geflüchtet? Wohin ist der Magier geflüchtet, der mit Ciri hier war? Seine Spur führt auch nach Velen. Aber die Zielkoordinaten seines Portals unterscheiden sich von Ciris. Die Explosion muss seine Teleportation gestört haben. Ich bin in Velen zufällig Keira Metz über den Weg gelaufen. Sie sagte, ein Magier hätte sie nach Ciri gefragt. Würde mich nicht wundern, wenn das derselbe war. Wer immer das auch sein mag, er wird zunehmend interessanter. Na, schauen wir mal, wo der Angreifer gelandet Vielleicht ist. Hat der Zauber etwas von ihm übrig gelassen. Es klart auf. Moissac hat wohl das Wetter unter Kontrolle gebracht. Das heißt, wir werden ihn gleich wieder am Hals haben. Und? Seid ihr jetzt zufrieden? Seht nur, was ihr angerichtet habt. Was hättest du das nicht gerade gesagt? Würdet ihr auch jemanden umbringen, wenn ihr dadurch Ciri finden würdet? Das ist quasi schon längst passiert. Für bestimmte Menschen würde ich alles tun. Und der Rest? Er ist dir scheißegal, oder? Sei nicht hysterisch. Hier ist deine Maske. Sie ist wertlos. Jetzt ist sie nur noch als Aschenbecher zu gebrauchen. Hast okay. du wenigstens etwas dadurch erfahren? Ein bisschen, ja. Ich rede mit Geralt. Du, mit dir bin ich noch nicht fertig. Hey, Kollege, aufpassen. Also? Bei Ciri haben wir auf jeden Fall was wir rausgefunden. Glauben, dass hier ein mächtiger Fluch gewirkt wurde. Angesichts des Waldzustands klingt das einleuchtend. Wisst ihr auch auf wen? Noch nicht. Aber wir wissen, dass Ciri hier war. Kam mit einem Magier aus einem Portal. Jemand jagte sie. Sie kämpften. Ciri wurde verwundet, konnte aber fliehen. Wohin? Wohl nach Velen. Der Magier hat ihr ein Portal geöffnet. Dann kämpfte er gegen ihren Angreifer. Und? War's das? Wir müssen auf jeden Fall noch einer weiteren Spur nachgehen. Interessantes herausgefunden. Eine Sache müssen wir noch untersuchen. Gut. Suche nach einer Leiche. Hier muss irgendwo eine Leiche sein, sagt er mir gerade. Suche nach einer Leiche. Wenn du mir nicht ständig vor die Nase rennen würdest, Kollege. Ja, gut. Moment, die muss hier auch so. Laut. Ihm. Da ist etwas unter dem Baum. Kannst du? Ich kann. Da was im Baum. Ach, der da. Geralt, bitte geh zur Seite. Ich lasse das. Hey, ja, alles gut, dann mach mal. Die Rüstung ist sauber. Kein Blut, keine Kerben. Ciris Freund hat ihn. Wie nennt ihr das? Desintegriert. Erstklassige Rüstung. Den Hersteller erkenne ich aber nicht. Ich weiß nicht einmal, woher sie stammt. Vermutlich, weil sie einem Reiter der wilden Jagd gehört hat. Was? Es ist also wahr. Die wilde Jagd. Das hatte ich befürchtet. Erst hier,
Dann auf Hinnasfjall. Was wollten sie? Sie suchen nach Ciri. Aber warum? In Ciris Adern fließt das ältere Blut. Ihr Stammbaum reicht bis auf Laradorn zurück. Darum hatten die Frauen ihrer Familie immer außergewöhnliche Fähigkeiten. Aber ist das wirklich so wichtig? Ciri ist außergewöhnlich. Sie reist zwischen Orten und Welten. Raum stellt für sie kein Hindernis dar. Darum will die wilde Jagd sie gefangen nehmen. Moment. Wo du von der Jagd redest, sie ist auch auf Hindasfjall aufgetaucht? Nun, es geschah ein paar Wochen, nachdem der Kataklysmus hier auf Art Skellig zugeschlagen hat. Die Geister fielen abends über Lofoten her, in einem Schneesturm, der für die Jahreszeit sehr ungewöhnlich war. Die Inselbewohner sagten, sie hätten ihre Hütten gestürmt, jeden Widerstand niedergemetzelt und seien dann teuflisch lachend ins Landesinnere galoppiert. Gibt es Überlebende? Etwa ein Dutzend Frauen und ein alter Mann. Nächster Halt, Hindasfjall. Wir treffen uns am Strand bei Lofoten. Dann gehen wir da zusammen noch hin. Wollen wir zusammen gehen? Jetzt gleich? Du verabscheust doch die Teleportation. Ich mag auch keine Tränke, aber wenn ich muss, dann trinke ich sie. Du trinkst auch, wenn du nicht musst. Nun gut, gehen wir. Bleib in meiner Nähe. Geh vor allen Dingen schneller. Viel Glück. Lasst mich wissen, wenn ihr etwas Neues erfahrt. Es ist schon ein paar Jahre her, dass ich auf Hindasfjall war. Echo der Vergangenheit abgeschlossen. Bis hier nach Lofoten. Geschleifte Hütten, frische Gräber. Hier muss es sein. Da gibt's eine Art Versammlung. Der Zeitpunkt ist schlecht. Für Gespräche über die wilde Jagd gibt's nie einen guten Zeitpunkt. So, folge Jennifer nach Lofoten. Hindasfjall, Lofoten. Nicht ungesund. Vielleicht stammt es in den Sternen. So. Eine Art Ritual. Wir werden warten müssen. Kommt nicht in Frage. Liebe Schwestern, entschuldigt die Störung, aber wir kommen in einer wichtigen Sache. Seht ihr nicht, dass wir der Toten gedenken, ihr? Und wir suchen jemanden, der noch lebt. Bitte, es ist dringend. Dann sprich. Erstmal das. Die wilde Jagd soll dieses Dorf zerstört haben. Das stimmt. Auch wenn uns kaum jemand glaubt, ihr sicher auch nicht. Habt ihr Reiter auf Pferdeskeletten gesehen? Die Rüstungen mit Raureif bedeckt? Ja, genau. Sie sind mit einem Schiff aus den Nägeln der Toten hier gelandet. Wie in den Balladen. Leif schrie, holt die Kinder! Dann kamen sie, trafen ihn ins Gesicht, wollte etwas flüstern. Aber es kam nur Blut. Du wolltest nach jemandem fragen und nicht in ihren Wunden stochern. Es reicht. Was geschah dann? Sprich weiter. Sprich weiter. Ich rannte nach draußen, um Hilfe zu holen, um Life zu holen. So viele Tote. Jule, Ingvar, Klein Mäcki. Wohin sind die Reiter verschwunden? Sie sind zum Meer. Durch die Klamm. Auf Pferden aus Knochen. Knochen und Eis. Und... Schluss jetzt! Komm zur Sache! Sofort! Ja, dann würde ich sagen, gucken wir das noch an, was da will. Wir suchen nach einer jungen Frau namens Ciri. Aschblondes Haar, grüne Augen. Tut mir leid. Sie ist nicht hier. Wenn sie nicht in einem Grab liegt? Der Name sagt mir nichts. Aber ich habe so viele begraben. Vielleicht habe ich es vergessen.
Diese Ciri, hat sie eine Narbe hier auf der Wange? Ja, ja. Was ist mit ihr passiert? Weiß ich nicht. Ich habe sie nur einen Augenblick gesehen. Kurz bevor... davor. Sie war an den Stellen mit dem Feigling. Tausendfach verflucht sei er. Was hat er denn hier gemacht? Erinnerst du dich sonst noch an etwas? Irgendwas? Nur daran, dass sie müde aussah. Sehr müde. Und sie hatte nasse Haare. Großartig. Nun wissen wir, dass sie gebadet hat. Was für ein Fortschritt. Tut mir leid. Skia, der Feigling. Entschuldigung, der Feigling. Der Feigling hätte euch mehr sagen können. Feigling? Hä, von wem? Dieser Feigling, von dem ihr sprecht, hat er einen Namen? Er hatte einen, bis er aus der Sage der Ahnen gestrichen wurde. Entschuldigung. Es ist, als existiere er nicht mehr. Es ist verboten, mit ihm zu sprechen, ihn zu berühren. Sein Name darf nicht genannt werden. Was hat er denn getan, um das zu verdienen? Er ist vor der wilden Jagd geflohen. Er allein. Wir müssen mit ihm reden. Auch wenn das nicht euren Bräuchen entspricht. Ihr kommt zu spät. Er ist in den Garten gegangen, um gegen Morgwag zu kämpfen. Okay. Gut. Wer oder was dieser Morgwag ist, das finden wir dann in der nächsten Folge raus bei The Witcher 3. Sorry, wie gesagt, ich habe das ja schon angekündigt in der letzten Folge, dass ich, wie gesagt, ein bisschen ziehen muss, ein bisschen vorproduzieren muss. Deswegen werden auch die Folgen momentan etwas kürzer. Ich denke dann ab, keine Ahnung, 3-4 Folgen noch oder sowas, dann werden wir da ein bisschen was dran länger machen. Aber momentan sieht es einfach danach aus, dass wir momentan etwas kürzer ziehen. Das heißt, ich verabschiede mich heute wieder und wir sehen uns in der nächsten Folge, nämlich morgen dann um 22 Uhr wieder bei The Witcher 3. Bis dann und tschüss.